Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch für die linke Saar alle herzlich in Wallerfangen. Ich freue mich, dass so viele heute wieder hier sind. Sind ja schon viele begrüßt worden. Aber ihr seht, wir haben nicht nur temperamentvolle Frauen, wir haben auch temperamentvolle Männer. Herzlichen Dank, Klaus Ernst und Gregor Gysi, für eure Reden heute Abend. Ja, das hat uns viel Mut gemacht, hier an der Saar und auch sonst in Deutschland. Es sind ja viele Delegationen begrüßt worden. Ich möchte eine Begrüßung noch nachholen, was so wenig bekannt ist. Wir haben auch eine Delegation aus Oldenburg hier. Herzlichen Willkommen hier, liebe Freundinnen und Freunde aus Oldenburg. Es geht hier an der Saar zu, wie in Passau. Wir haben Gäste aus der ganzen Bundesrepublik und aus Frankreich. Hat noch nicht mal die CSU. Insbesondere hier von der Saar aus unsere Freundinnen und Freunde, die in diesem Monat Landtagswahlen haben. Ich denke zunächst mal an Sachsen-Anhalt. Da wollen wir möglichst nah an das Ergebnis der Bundestagswahl rankommen. Wir wollen dort stärkste Partei werden. Herzlichen Glückwunsch und Glück auf an die Freundinnen und Freunde in Sachsen-Anhalt. Auf Baden-Württemberg, aber alle schauen ganz gebannt auf Baden-Württemberg. Und ich sage hier an die Adresse der Sozialdemokraten und der Grünen, wählt endlich mal ihre Anhängerinnen und Anhänger politisch. Wir haben jetzt ein Patt in Baden-Württemberg. Schwarz-Gelb hat 45, Rot-Grün hat 45. Also ist doch die Rechnung ganz einfach. Die SPD ist sicher drin. Die Grünen sind sicher drin. Ein Regierungswechsel gibt es aber nur, wenn die Linke drin ist. Also wählt die Linke in Baden-Württemberg. Natürlich insbesondere unsere Freundinnen und Freunde aus Rheinland-Pfalz. Wir lieben doch die Pelzer und ich rufe euch zu, ihr habt eine Pflicht, ihr müsst in den Landtag. Wir erwarten das von euch, strengt euch an, wir helfen euch. Beckt auf ein soziales Kollektiv im Landtag in Mainz. So, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe das Glück gehabt, Glück in Anführung, auf dem Sofa zu sitzen und die Veranstaltungen der anderen Parteien zu sehen. Da will ich sie nicht alle aufrufen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie Frau Künast gesagt hat, die Alternative in Deutschland sei eigentlich nur noch zwischen Schwarz und Grün, so als gäbe es die anderen Parteien gar nicht. Die Alternative Schwarz und Grün, da muss ich im Moment mal innehalten und muss dann doch sagen, das ist doch ziemlich anmaßend. Was die Frau da vorträgt, das ist auch irreführend. Denn wenn man wirklich mal näher hinguckt, dann ist die Politik in Deutschland ja und insbesondere in den letzten Wochen eher zur Seifenoper verkommen. Es wird ja über die wichtigen Fragen überhaupt nicht mehr diskutiert. Und die wichtigen Fragen sind nun einmal, und deshalb braucht es die Linke in Deutschland, zunächst einmal die Frage von Krieg und Frieden. Und da ist nicht die Alternative zwischen Schwarz und Grün, wie Frau Künast sagt, auch die Grünen sind Kriegspartei. Die Alternative ist CDU, SPD, FDP und Grüne und hier die Linke. Wir sind die einzige Friedenspartei in Deutschland. Das ist die Alternative. Vor auf den Konferenzveranstaltungen wurde über das wichtigste Problem der Politik gesprochen. Das ist schon eine merkwürdige Sache. Viele Albernheiten wurden angesprochen, die eigentlich zentrale Frage wurde gar nicht angesprochen. Und das wichtigste Problem der Politik weltweit ist das Thema, das Gregor bereits angesprochen hat, Geld regiert jetzt die Welt. Nicht mehr die Parlamente regieren, nicht mehr die Regierungen regieren und entscheiden, sondern die Bankhäuser und Finanzinstitute. Das ist doch die entscheidende, die große Herausforderung der Weltpolitik. Und auch hier gibt es eben, leider sage ich heute, nur eine Alternative. Die Deregulierung der Finanzmärkte ist die Verantwortung von CDU, SPD, Grünen und FDP. Nur die Linke hat eine saubere Weste. Wir wollten die Regulierung der
Finanzmärkte, damit die Politik wieder in ihr Recht gesetzt wird. Die dritte große Alternative, von der haben schon Klaus Ernst und Gregor Gysi gesprochen, ist der Sozialstaat. Der Sozialstaat ist die Grundlage einer Demokratie. Der Sozialstaat ist die Grundlage eines guten Lebens. Und die mit uns konkurrierenden Parteien, CDU, SPD, Grüne und FDP, sie haben in den letzten Jahren alle dazu beigetragen, den Sozialstaat abzubauen und zu demontieren. Und deshalb ist die entscheidende Alternative in Deutschland CDU, SPD, FDP und Grüne, die Hartz-IV-Parteien, die Agenda-Parteien, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Linke, die für den Sozialstaat kämpft, als einzige politische Kraft in Deutschland. Zunächst also zur Frage der friedlichen Außenpolitik, die Gregor ja bereits angesprochen hat. Ich will hier noch einmal sagen, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und wenn es schon Politiker der Unionsparteien gab, die davor gewarnt haben, dass wir durch unsere Bundeswehreinsätze den Terrorismus nach Deutschland holen, dann ist nur die Frage, ist es Aufgabe der Politik, den Terrorismus nach Deutschland zu holen? Und Gregor hat eine ganze Reihe von Zahlen genannt. Ich will eine hinzufügen. Nach dem Bericht der UNO sind im letzten Jahr in Afghanistan 2.777 Zivilisten ermordet worden. Und beschwichtigend wird gesagt, davon 440 von den Besatzungstruppen. Und nun frage ich wirklich an die deutsche Politik nach den Erfahrungen zweier Weltkriege. Wer kann es eigentlich verantworten, als Abgeordneter des Deutschen Bundestages mit Ja zu stimmen, wenn der Bundeswehreinsatz fortgesetzt wird, wo tausende unschuldiger Menschen umgebracht werden? Niemand hat das moralische Recht, dies zu tun. Das ist doch die entscheidende Frage der deutschen Politik. Zivilen Opfern, man weiß ja gar nicht, wie viele Soldaten ums Leben gekommen sind, man weiß gar nicht, wie viele Verletzte es sind, man weiß nicht, wie viele Traumatisierte es sind. Wer kann eigentlich diesen Krieg noch rechtfertigen? Und deshalb möchte ich nachdrücklich unterstützen, was Gregor Gysi hier angesprochen hat. Spätestens nach einem Jahr kann nicht mehr das Parlament entscheiden, sondern muss das Volk befragt werden, ob diese Armee weiter Krieg führt. Das ist doch eine Volksarmee sein. Das steht nicht bereits im Kota-Programm der deutschen Sozialdemokraten. Eine Volksbefragung, weil wir uns als demokratische Erneuerungsbewegung verstehen. Ist doch eigentlich nicht mehr nachvollziehbar, dass in der wichtigsten Frage von Krieg und Frieden der Bundestag immer gegen die Mehrheit der Bevölkerung entscheidet. Mit welcher Begründung eigentlich? Und wir bleiben dabei, ich erwähne das ganz bewusst an die Adresse der Sozialdemokraten. Wir bleiben dabei, dass wir, die Linke, das Erbe Willy Brandts weiter aufrechterhalten. Und das heißt, von deutschem Boden soll niemand wieder Krieg ausgehen. Wir bleiben dabei. Das ist die Lehre der deutschen Geschichte. Alternative zur Bundeswehr im Einsatz, die ja jetzt auch im Zuge der Bundeswehrreform das eigentliche Ziel ist. Wir wollen, und ich nenne mal zwei Dinge, die ich jetzt gelesen habe in der letzten Woche, wir wollen helfen in der Welt. In Bangladesch habe ich gelesen, dass ein Drittel der Brunnen mit Arsen verseucht sind und viele Menschen schwere Krankheiten davon tragen, weil es nicht gelingt, sauberes Wasser dort für die Menschen aufzubereiten. Oder wir lesen, wie viele tausende Menschen in Haiti bereits an Cholera gestorben sind. Ja, warum ist es denn nicht möglich, Menschen dorthin zu schicken, um zu helfen? Müssen wir Menschen nach Afghanistan schicken, um zu töten? Das ist
ist doch die Frage, die wir hier aufwerfen müssen. Warum können wir nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Das ist die Alternative, die wir als Linke, als einzige politische Partei vertreten. Wir halten die Interventionen, die sogenannten Militärinterventionen, für völlig falsch, für völlig unvertretbar. Und das Argument nenne ich immer wieder, keiner hat es bisher widerlegt. Mit viel, viel weniger Geld könnte man ungleich mehr Menschenleben retten, ohne einen einzigen Menschen töten zu müssen. Deshalb ist die zivile Hilfe unser außenpolitisches Programm. Krieg ist und bleibt kein Mittel der Politik. Das ist das Programm der Deutschen Linken. Das zweite große Thema ist die Finanzmarktregulierung. Und als vor Jahren ein Bundesbankpräsident gesagt hat, an die Adresse der Politik auf dem Gipfel in Davos, ihr seid jetzt alle der Kontrolle der Finanzmärkte unterworfen, hat er im Grunde genommen gesagt, ihr habt alle, wie ihr sitzt, nichts mehr zu sagen. Und die haben dann noch Beifall gesprochen. Die saßen dann am Beifall, das kann man alles im Fernsehen sehen. Klingt ja so gut. Ihr seid alle der Kontrolle der internationalen Finanzmärkte unterworfen. Und wir sagen, wir, die Linke, wir sind eine demokratische Erneuerungsbewegung. Und wir haben ein Markenzeichen, das heißt, wir haben als einzige Partei gelernt, dass man das Geldwesen nicht mehr der privaten Gewinnverwertung überlassen kann. Das Geldwesen muss staatlich, muss öffentlich-rechtlich organisiert werden. Das ist die Lehre aus der Geschichte der letzten 2, 3 Jahre. Budgetrecht der Parlamente gibt es doch nicht mehr. Die reden alle nur noch über irgendwelchen Zirkus, der belanglos ist. Die Parlamente haben kein Budgetrecht mehr. Die können dann irgendwann morgen oder übermorgen wieder 300 Milliarden ablegen, 700 Milliarden ablegen und dann kloppen sie sich etwa bei den Hartz-IV-Beratungen um 100, 200, 300 Millionen. Das ist alles ein Theater, das man nicht mehr nachvollziehen kann. Daher auch der große Verdruss der Menschen an der Politik, weil die da spüren, dass über das Wesentliche nicht mehr geredet wird und sich alles nur noch in vordergründigem Theater nach dem Muster einer Seifenoper abspielt. Das Mindeste, was man doch einsehen müsste, wäre, dass man kein Finanzinstitut haben kann, das im Falle des Bankrotts den ganzen Staat, wenn man so will, in den Abgrund stürzt. Das müsste doch eigentlich dem Dümmsten zu vermitteln sein. Wir haben in Island gesehen, wie eine einzige Bank eine Bilanzsumme hatte, die das Zigfache des Sozialproduktes war. Und die Isländer konnten sich eben nur noch helfen, indem sie einfach die Schulden nicht mehr bedient haben. Und deshalb wäre ein erster Schritt, wenn schon die neoliberale Gemeinde, die ja immer noch an ihren Glaubensartikel hängt, das Ganze nicht begreift, dass man ein Gesetz macht, dass die Bilanzsumme einer Bank nicht mehr als 10% des gesamten Sozialproduktes haben kann. Weil wenn das ganze Ding eben pleite macht, kann doch nicht die ganze Volkswirtschaft in Haftung genommen werden. Übersetzt, die Deutsche Bank hat eine Bilanz von 2000 Milliarden. Das ist nicht vertretbar. Unter gar keinem Gesichtspunkt. Das sind 80% unseres Sozialproduktes. Wenn die mal pleite macht, dann ist sie zu groß, um noch gerettet zu werden. Was muss denn noch passieren, bis die Politik begreift, dass wir mit dieser Finanzordnung, mit dieser Geldordnung die Volkswirtschaften aller Welt an die Wand fahren? Wir, die Linke, wir sagen, das Geldwesen muss reguliert und staatlich kontrolliert werden. Im Übrigen ist das genau die Summe, die 2000 Milliarden der Deutschen Bank,
die jetzt das Schuldenvolumen der Bundesrepublik Deutschland sind 2 Billionen. Und in den letzten 2 Jahren sind die Schulden in Deutschland wegen der Bankenkrise um 421 Milliarden gewachsen. Davon 315 Milliarden direkt den Banken zuzuordnen in 2 Jahren. Was lernen die eigentlich daraus? Und dass sie das gar, das, also man meint manchmal, sei im Irrenhaus, ich muss das immer wieder sagen, die machen eine Bankenabgabe, die in einem Jahr 1,3 Milliarden bringt. Wenn die Banken in 2 Jahren zu einer zusätzlichen Verschuldung von 317 Milliarden geführt haben. Zahlen der Bundesregierung. Ich frage mich, was ist das eigentlich für eine Politik? Die kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Deshalb sage ich noch einmal, das ganze Geldwesen muss an die Kette gelegt werden. Es kann nicht sein, dass einige Verrückte die ganze Volkswirtschaft ruinieren. Und nun zum Sozialstaat. Und hier möchte ich dann, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt am heutigen Tag auch noch etwas zu dem von und zu sagen. Aber zur Frage des Plagiates möchte ich dann doch etwas sagen. Dass der seine Arbeit abgeschrieben hat, darüber mag man sich ja dann monatelang erregen. Aber das größte Plagiat, das schlimmste Plagiat der letzten Jahrzehnte war die Agenda 2010, das eine Sozialdemokratie vom BDI abgeschrieben hat. Das konnte man sich doch vor einigen Jahren niemals vorstellen. Und deshalb ist das so zynisch. Wenn unsere Minister allein vom XXL-Aufschwung reden, das ist nur noch zynisch in einer Zeit, in der die Niedriglöhne immer zahlreicher werden. Und die Niedriglöhne sind allein das Produkt von Hartz IV, sind das Produkt aller mit uns konkurrierenden Parteien. Weil, wie Klaus es bereits gesagt hat, dort steht, wer arbeitslos ist, muss jeden Job annehmen, gleich wie schlecht bezahlt und gleich wie weit von seiner Qualifikation. Das ist das schlimmste Gesetz der letzten Jahrzehnte. Wir sagen, Hartz IV muss weg. Wir sind die Partei, die das immer wieder sagen wird im Deutschen Bundestag. Dieses Gesetz ist die Zauberformel für das Lohndumping, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Und es ist ja abenteuerlich mit anzusehen, dass die Bundeskanzlerin die Aufforderung, eine europäische Wirtschaftsregierung einzurichten, dazu missbraucht, den deutschen Erfolgsweg für ganz Europa vorzuschlagen. Sie meint doch ernsthaft, wenn nicht nur die deutschen Löhne drücken, wenn nicht nur die deutschen Renten kürzen, wenn nicht nur die Deutschen die sozialen Leistungen insgesamt kürzen, wenn nicht nur in Deutschland für die Kranken es teurer wird, eben ihre Gesundheit wiederherzustellen, nein, wenn man das alles auch für ganz Europa macht, dann wird Europa gesund. Ich muss das hier sagen, Frau Merkel versteht die Zusammenhänge überhaupt nicht. Ja, ich will das begründen. Sie sagt in ungezählten Reden, Deutschland lebt über seinen Verhältnissen. Ist aber leider schon zynisch, geht über allen Hartz-IV-Empfängern, geht über allen Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten und so weiter. Aber es ist das übliche, dumme, neoliberale Gebrabbel. Dabei ist das umgekehrt richtig. Deutschland lebt seit vielen Jahren unter seinen Verhältnissen. Über seinen Verhältnissen lebt eine Volkswirtschaft, die weniger Waren herstellt, als sie selbst verbraucht. Das gilt für Griechenland, für Portugal, für Irland, für Frankreich. Unter seinen Verhältnissen lebt jede Volkswirtschaft, die mehr Waren herstellt, als sie selbst verbraucht. Da steht an erster Stelle Deutschland. Solange also die Kanzlerin überhaupt nicht weiß, worum es geht, man muss das so hart formulieren, solange sie nicht weiß, dass unsere Handelsbilanzüberschüsse
die Verschuldung der anderen Staaten bedingen. Solange wird es niemals gelingen, in Europa eine ordentliche Lösung auf den Weg zu bringen. Es ist verheerend, was sie derzeit wiederum erzählt. Wir wollen aber nicht nur, dass die Arbeitslosenversicherung wieder so gestärkt wird, dass sie dem Arbeitslosen ein würdiges Leben ermöglicht. Wir wollen auch, dass die Rentenformel, und Klaus und Gregor haben es bereits angesprochen, dass die Rentenformel wieder hergestellt wird, die den Menschen in etwa 60% ihrer früheren Einkommen sichert. 40% bei Niedriglöhnen ist völlig unmöglich. Wer eine solche Formel macht, der weiß nicht, was Menschenwürde bedeutet. Ein wirklicher Lackmustest auf die Humanität einer Gesellschaft ist immer, wie sie die alten Menschen behandelt. Wir wollen Altersarmut vermeiden, im Gegensatz zu allen anderen Parteien. Dasselbe gilt eben für die Vorsorge bei Krankheit. Ich habe heute gehört, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD in Passau gesagt hat, es sei doch wirklich ganz schlimm, dass die Union die Krankenkassenbeiträge für die Unternehmer eingefroren habe. Da habe ich mir gesagt, ja, weiß er nicht, was er selbst gemacht hat. Sie haben doch die Praxisgebühr eingeführt. Sie haben doch die Zuzahlung eingeführt und Sie haben die Zusatzbeiträge eingeführt. Sie haben doch alles den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Kranken aufgebürdet. Die SPD hat doch genauso Schuld daran, dass die Krankenversicherung zerstört worden ist. Wir, die Linke, sind die einzige Partei, die die Alternative konsequent vertritt. Und hier geht es natürlich um eine Frage, die jeder sich stellt, der das Geschehen in Europa betrachtet. Wenn wir mit Leuten diskutieren aus anderen Ländern, dann heißt es, warum gibt es bei euch so viele Demonstrationen gegen Stuttgart 21? Warum gegen Castortransporte? Warum aber nicht Demonstrationen gegen den Sozialabbau, gegen das Lohndumping und so weiter und so weiter? Die Frage müssen wir uns doch stellen. Und meine Antwort ist die, die Menschen resignieren langsam, weil sie erfahren, dass eben die vielen Proteste kaum noch etwas bewirkt haben. Und deshalb ist die Frage, wie wir Protest organisieren. Und es genügt eben nicht, wenn wir eben Presseerklärungen formulieren. Es genügt nicht, wenn wir Veranstaltungen machen wie diese, auf denen dann angeklagt wird, was da eigentlich passiert. Wir müssen darüber nachdenken, welche Instrumente haben wir, um die Politik zu korrigieren. Und auch hier hat die Linke ein Alleinstellungsmerkmal. Sie sagt, wir wollen wie in Frankreich den politischen Streit, um uns zu wehren, um zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Linker ist Leidenschaft. Was man braucht als Linker ist die Empathie, das Mitfühlen mit den Menschen, denen es nicht gut geht. Was man braucht als Linker ist das, was ein 93-jähriger Jude, Deutschjude, der in Paris lebt, jetzt in einem Buch niedergeschrieben hat, das in Frankreich Millionen Auflage hat, jetzt auch in Deutschland Millionen Auflage hat. Man muss das Temperament haben, um sich zu empören. Steht auf und leistet Widerstand gegen Sozialabbau und rufe ich allen Linken in dieser Republik zu.